Liebe Freunde der BEG Hannover, heute werden Sie ausnahmsweise von einem Klavier aus begrüßt und Sie werden gleich noch sehen, warum, aber keine Sorge, ich werde nicht spielen. Zurzeit tobt ja im öffentlichen Raum eine heftige Diskussion über die Durchführung der Gottesdienste, gerade zu Weihnachten. Wie wirkt sich der erneute Lockdown auf unser Gemeindeleben und vor allem auf unser Gotteslob aus, fragen viele. In welcher Form können wir uns weiterhin versammeln? Dürfen wir überhaupt noch miteinander singen im Gottesdienst? Die BEG ist davon überzeugt, dass der gemeinsame Gesang zur Ehre unseres Herrn ein Wesensmerkmal des christlichen Gottesdienstes darstellt, so wie es zum Beispiel der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 19 schreibt. Und in der Folge haben dann auch die Reformatoren die Bedeutung des Gemeindegesangs für das Priestertum aller Gläubigen erkannt und gelehrt. Also Priestertum aller Gläubigen bedeutet, jeder Christ steht für sich verantwortlich vor Gott. Er ist aufgerufen, sich einzubringen, auch in den Gottesdienst. Jeder ist wichtig, jeder ist dabei. Und wir sehen deshalb den biblischen Auftrag, im Gottesdienst das gemeinsame Singen weiterhin zu praktizieren. Deshalb also das Klavier, begleitet auch durch manche anderen Instrumente wie die Orgel oder Geigen und Flöten, begleiteter Gesang. Nach unserer Überzeugung ermöglicht nun die aktuell geltende Verordnung des Landes Niedersachsen, dieses gemeinsame Singen zu praktizieren und beizubehalten, sofern bestimmte Rahmenbedingungen dafür eingehalten werden. Diese Rechtsauffassung wurde uns von einer namhaften Hamburger Kanzlei nach gründlicher Prüfung eindeutig bestätigt. Und genau diese Kanzlei hat heute am 17.12. im Auftrag der BEG eine eilige Angabe an die zuständige Gesundheitsbehörde hier in Hannover eingereicht und um Stellungnahme gebeten. Diese Stellungnahme wird innerhalb kurzer Zeit erwartet. Sollte allerdings die Behörde unsere Rechtsauffassung nicht akzeptieren, dann würde die BEG sofort den nächsten juristischen Schritt gehen und wir werden Sie dann und würden Sie dann an dieser Stelle wieder darüber informieren. Wir danken jedenfalls schon jetzt allen Mitchristen im Lande, die uns in den letzten Wochen geschrieben haben, sei es, um uns ihre Unterstützung zuzusichern, sei es, weil sie um Rat gefragt haben. All diese Rückmeldungen bedeuten uns sehr viel und wir werden versuchen, sie so gut wir es schaffen, auch zeitnah zu beantworten. Es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen und auch voneinander wissen. Lasst uns darum in dieser für unser Land so wichtigen Stunde gemeinsam den Herrn der Gemeinde darum bitten, dass er uns Weisheit schenkt und den Mut, ihm in allen unseren Entscheidungen treu zu folgen und seine Gemeinde unter seinem Wort zu sammeln und zu stärken. Der Apostel Paulus hat uns dafür im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6 und 7 Gottes große Verheißung gegeben. Dort lesen wir: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. In diesem Sinne rufen wir zum Gebet auf, zum Gebet für die Gemeinden und für ihren Gottesdienst. Und Sie alle, ob in Gemeinschaft oder für sich allein zu Hause, können sich in diese große Gebetsgemeinschaft mit einbringen. Wer kann, ist eingeladen, schon morgen am Freitag und dann auch am Samstag jeweils um 18.30 Uhr an diesem Gebet teilzuhaben. Natürlich auch zu jeder anderen Zeit. Auch wenn wir einander nicht sehen, so sind wir doch gemeinsam im Blick unseres Herrn. Darum lasst uns beten um Gottes Schutz für unser ganzes Land. Lasst uns beten für die Obrigkeiten in Parlamenten, Regierungen und Gerichten. Beten für die Kranken, für alle, die von Depressionen oder Suizidgedanken gequält werden. Und wie viele sind das gerade in diesen Wochen? Lasst uns beten für die Gemeinde Jesu Christi, dass wir deutlich das Evangelium in diese Welt hineinrufen, dass wir durch unsere Gottesdienste den Herrn der Kirche ehren
Und lasst uns beten, dass die Religionsfreiheit, wie sie in Artikel 4 Grundgesetz garantiert wird, uns in vollem Umfang erhalten bleiben möge. Am Sonntag, jetzt 4. Advent, werden wir in der Predigt über die biblische Begründung des Gottesdienstes und vor allem des Gotteslobes sprechen. Der Livestream beginnt wie immer kurz vor 11 Uhr, dann mit der Predigt. Und den Ton dafür haben uns schon längst die Engel über Bethlehems Feldern vorgegeben, als sie sangen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. So lasst uns dieses Weihnachten nun als besondere Chance sehen, Folgendes zu lernen. Wir wollen mutig auf Gott vertrauen und wir wollen gemeinsam beten. Wir haben keinerlei Grund zu verzagen oder uns zu verstecken, sondern wir dürfen getrost gemeinsam voranschreiten, denn unser Herr regiert.